So, ich hatte es ja schon angekündigt. Nee, noch tausche ich nicht meine GeForce GTX 1080 gegen die Radeon R980X. Das wird erst morgen wohl passieren. Sondern ich baue jetzt die GeForce GTX 295 in meinen Hauptrechner ein. Ja, da ist sie, die gute GeForce GTX 1080 von Zotac, die RMP Edition. So. Ja, das ist echt eine hammergeile Grafikkarte. Kann ich nur empfehlen. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass aktuelle Grafikkarten keinen VGA-Anschluss haben. Aber gut, da kann man sich auch mit so einem aktiven DisplayPort zu VGA-Konverter dann weiterhelfen, zum Beispiel. Die sind jetzt auch nicht so teuer. Also meine hat auch nur 5,19 € gekostet. Ja, und was ich an dieser Grafikkarte hier so genial finde, ist, dass sie im Desktop-Betrieb ihre Lüfter anhält. Hier ist nochmal das Typenschild. Ja, die 8 GB Grafikkarte. So. Mit ihrer GP104 GPU im 16-Nanometer Verfahren. Ja, und da ist der AMD Ryzen R7-1700 Prozessor drunter im 14-Nanometer Verfahren. So, das ist Nvidias GeForce GTX 295 von Anfang 2009. Ja. So, steht auch hier drauf. 1792 MB Gesamtgrafikspeicher. Hier ist der Anschluss für Quad SLI. Das ist ja schon eine Dual-GPU-Grafikkarte, deshalb dann Quad SLI. Ne? So, ich halte jetzt mal hier in meine linke Hand. Ich bin geerdet, wie ich das ja mache. So, und dann die andere. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber die. Das sind beides Zotac-Grafikkarten, aber die GeForce GTX 1080 ist noch etwas länger als die GeForce GTX 295. Ist auch nicht verwunderlich. Ja. Wenn man sich das hier mal anschaut mit den SLI-Anschlüssen hier und dann hier. Naja. Ne? Gut, so nebenbei. Das war jetzt ein recht seltsamer Videoanfang, muss ich zugeben. Man muss aber bedenken, dass das Video auch vom 5.6.2017 ist. Ich betreibe nämlich hier gerade Resteverwertung sozusagen. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, dass es in diesem Video um Nvidias GeForce GTX 295 Dual-GPU-Karte gehen soll. Und da ich schon Messwerte damals zur Karte aufgenommen habe, die ich auch jetzt hier gleich im Anschluss präsentieren werde, möchte ich euch jetzt nochmal mein damaliges System vorstellen. Und zwar war dort auch der AMD Ryzen 7 1700 Prozessor verbaut auf dem ASRock X370 Gaming K4 Motherboard. Was sich geändert hat, ist ja jetzt der CPU-Kühler. Damals war es noch der RAVSpire von AMD, der ja bei dem Ryzen 7 1700 mit dabei war. Und als Arbeitsspeicher hatte ich Riegel von Corsair mit 2400 MHz getaktet, 2x8 GB, also ein 16 GB Dual-Channel-Kit. Und da hatte ich auch schon die Samsung 850 EVO-SSD mit ihren 250 GB gehabt für das Betriebssystem Windows 10 Home 64-Bit. Und das Ganze wurde von einem Corsair CS650 M80 Plus Goldnetzteil mit Strom versorgt und in einem Celmetech Versa H21 Gehäuse untergebracht. Ja, so sah mein PC vor einem Jahr aus. So, ich vergleiche jetzt erst einmal die Zotac GeForce GTX 295 mit der Zotac GeForce GTX 1080, auch wenn das ein ziemlich unfairer Vergleich ist, weil zwischen den beiden Karten liegen nunmehr 7 Jahre.
Die GeForce GTX 295 war die stärkste Grafikkarte vom Januar 2009 und die GeForce GTX 1080 war die stärkste Karte vom Mai 2016. Wobei erstere eine Dual-GPU-Karte ist. Mit den entsprechenden Nachteilen, Stichwort Mikroruckeln. Die Zotac GeForce GTX 295 ist mit insgesamt 1792 MB Grafikspeicher ausgestattet und der GT200 Grafikchip besitzt 240 Shader-Einheiten und insgesamt kommen zwei von denen auf der Karte zum Einsatz. Und was ich auch noch sagen muss, ist, dass die GTX 295 lediglich DirectX 10.0 unterstützt. Der GP104 Grafikchip mit 2560 Shader-Einheiten auf der GeForce GTX 1080 unterstützt bereits DirectX 11, DirectX 12 mit Feature Level 12.1. Und die GTX 1080 kann auf 8 GB Grafikspeicher zurückgreifen. Und die Speicherdurchsatzrate ist ungefähr verdreifacht gegenüber der GTX 295. Und natürlich sind die Taktraten auch deutlich gestiegen. Damals gab es ja noch einen separaten Takt für GPU und Shader. Jetzt läuft alles mit demselben Takt. Um SLI nutzen zu können, muss dieses in der NVIDIA-Systemsteuerung konfiguriert werden. Hierfür gibt es den Unterpunkt bei 3D-Einstellungen, welcher sich auch Multi-GPU nennt. Und hier muss für SLI die 3D-Performance maximieren ausgewählt werden und anschließend noch auf Übernehmen geklickt werden, damit SLI aktiv geschaltet ist. Zuerst einmal habe ich mir den 3D-Mark Vantage Performance Benchmark angeschaut. Mit der Einstellung Performance wurde mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten getestet. Das ist jetzt auch nicht mehr die zeitgemäßeste Auflösung. Nichtsdestotrotz erreicht die GeForce GTX 295 eine Punktzahl von 14.850 etwa. Die GeForce GTX 1080 ist natürlich haushoch überlegen mit 54.850 Punkten in etwa, ist also im Schnitt 269% schneller. So, dann habe ich eine Stufe höher geschaltet. Von Performance bin ich dann auf Extrem gegangen mit einer Auflösung von 1920 mal 1200 Bildpunkten. Und hier erreichte die GeForce GTX 295 mit einer GPU knapp 4800 Punkte. Mit zwei GPUs war es nicht das Doppelte, sondern etwa 7400 Punkte. Die GTX 1080 erreichte stolze 38.500 Punkte, macht also 420% mehr gegenüber dem GeForce GTX 295 SLI gespannt in SLI geschaltet. Anschließend habe ich mir nochmal die Auslastung der Grafikkarte unter 3D-Mark Vantage Extreme betrachtet. Auf der linken die GeForce GTX 295 dargestellt, dessen Werte, also die beiden GPU-Z-Screenshots auf der linken und der Screenshot von GPU-Z auf der rechten, der gehört zur GeForce GTX 1080. Die GTX 295 ist ein sehr, sehr heißes Eisen, kann ich sagen. Auf über 80 Grad haben sich die Grafikchips aufgeheizt. Und wenn man die Grafikkarte, gleich nachdem man den Rechner ausgeschaltet hat, aus dem Gehäuse ausbauen möchte, kann man sich an ihr schnell die Hände verbrennen. Da muss man höllisch aufpassen. Naja, nichtsdestotrotz war die Grafikkarte auch ziemlich gut ausgelastet mit maximal 99% und 612 MB Grafikspeicher waren belegt. Der Lüfter drehte mit knapp 3020 Umdrehungen pro Minute. Und das hörte man. Das war nicht wirklich leise. Nun zur GeForce GTX 1080, die taktete mit maximal 1936 MHz, obwohl der Boost etwas niedriger angesetzt ist. Wie gesagt, das ist der dynamische Boost. In Abhängigkeit von der GPU-Temperatur und ja auch von der Auslastung der Karte, also wie viel Leistung die gerade aus dem Netzteil saugt. Und der Grafikspeicher lief mit 1251,5 MHz. Der Grafikkartenspeicher
Chip wurde maximal 77 Grad warm bei einer Lüfterumdrehung von 1412 RPM. Also wesentlich angenehmer. Mit diesem Vergleich möchte ich den zeitlichen Fortschritt bei der PC-Hardware-Entwicklung aufzeigen. Da hat sich doch schon einiges noch getan in den letzten Jahren. Bei Dual-GPU-Karten taucht das Phänomen Mikroruckler auf, da beide Grafikchips nicht gleich schnell die Bilder raushauen. Je nachdem, was alles berechnet werden muss, ist mal der erste Grafikchip eher fertig mit der Berechnung und mal der andere Grafikchip. Und durch diese unterschiedlichen Frametimes entstehen Mikroruckler und das kann man mit Frametime-Aufzeichnungen besser betrachten. Das habe ich auch getan. Und zwar habe ich mit Fraps die Frametimes im ersten Grafiktest, nennt sich Jane Nash, vom 3D-Mark Vantage aufgezeichnet. Und der sieht schon relativ schlimm aus. Dieser Frametime verläuft mit doch ziemlich starken Fluktuationen auch teilweise. Aber das war nur mit einem Grafikchip. Nun komme ich zum Frametime-Verlauf mit zwei Grafikchips und der sieht noch wesentlich schlimmer aus. Hier gibt es extrem viele Spikes, welches sich in Form von Mikroruckeln auch bemerkbar macht. Und bei Spielen das Spielerlebnis trüben kann. Anschließend habe ich mir noch den 3D-Mark Cloud Gate in Full HD-Auflösung angeschaut. Mit vierfach anisotroper Filterung und auch vierfacher Multisampling Anti-Aliasing. Das habe ich noch manuell vorgenommen, diese Einstellungen. Mit einer aktiven GPU erreichte die GeForce GTX 295 etwa 12.200 Punkte. Mit zwei GPUs waren es tatsächlich schon fast das Doppelte, 23.680 Punkte in etwa. Die GeForce GTX 1080 ist natürlich ein ganz anderer Schnack mit 129.000 Punkten. Über 400% mehr an Leistung. Und auch hier habe ich mal wieder die Frametimes aufgezeichnet. Dieser Verlauf wurde mit einer aktiven GPU der GeForce GTX 295 aufgezeichnet. Ja, der Frametime-Verlauf geht eigentlich noch. Da gibt es so zwei Ausreißer, aber sonst bleiben die Frames eigentlich relativ konstant, also die Frametimes. Und wenn ich jetzt den Verlauf mit zwei Grafikchips aktiv geschaltet mir anschaue, dann werden die Fluktuationen noch etwas stärker, aber es hält sich auch noch in Grenzen. Um das Video auch ansprechend abzurunden, habe ich jetzt nochmal die GeForce GTX 295 in meinem jetzigen Haupt-PC getestet. So sieht er aktuell aus. Ich habe auch wieder hier den AMD Ryzen 7 1700 verbaut, den ich dank des SkyMugen 5 PCGH Edition Turmkühlers auch auf 3,8 GHz takten, übertakten konnte. Ich glaube nicht, dass die CPU bei dem alten Setup auch auf 3,8 GHz lief. Mit dem Ryzen Spire Kühler kann ich mir das nicht vorstellen. Auch hier ist wieder das ASRock X370 Gaming K4 Mainboard verbaut mit vielleicht einer aktuelleren BIOS-Version. Und es kommt anderer Arbeitsspeicher hier zum Einsatz, nämlich die Crucible Ballistic Board mit jeweils 8 GB. Es ist ein Dual-Channel-Kit, macht also auch wieder 16 GB. Und die Crucible Ballistic Sportriegel habe ich auf 2933 MHz übertaktet, was mit den Corsair Vengeance LPX-Riegeln nicht funktionierte. Auch hier kommt wieder die Samsung 850 EVO SSD an einem SATA 6 GB-Anschluss zum Einsatz für das Betriebssystem Windows 10 Home 64-Bit. Was sich noch geändert hat, ist das Gehäuse. Das nennt sich jetzt Be Quiet Pure Base 600. Das ist ein wirklich nettes Gehäuse, was auch sehr gut gedämmt ist. Also die Komponenten sind jetzt hier kaum noch rauszuhören. Und ich muss schon sagen, dieses Gehäuse wird der Hardware jetzt auch endlich gerecht.
Bitte jetzt nicht erschrecken, hier kommen 8 Screenshots auf einmal von verschiedenen Grafikkartenspezifikationen. Und zwar habe ich noch 7 weitere Grafikkarten zur GeForce GTX 295 mitgetestet. Oben links dargestellt ist die GeForce 9600 GT mit sage und schreibe 2 GB DDR2 Grafikspeicher und das bereits im Jahre 2008. Ja, mal sehen, wie sich diese Karte so schlägt. Darunter die 9800 GT und die besitzt 1 GB GDDR3 Grafikspeicher. Dann als zweites von links dargestellt ist die GeForce 8800 GTS mit 640 MB Grafikspeicher. Und da ich auch noch eine 320 MB GeForce 8800 GTS hier habe, mit ansonsten genau den gleichen Eigenschaften wie die 640 MB Variante, habe ich auch die 320 MB Variante mitgetestet. Und mal sehen, ob der Grafikspeicherunterschied Auswirkungen hat. Das werden wir ja gleich sehen. Oben rechts dargestellt die GeForce 8400 GS mit dem G98er Grafikchip im 65 Nanometer Verfahren. Das ist eine Low-End Grafikkarte von 2008. Also von der darf man dann nicht wirklich viel erwarten. Das besagen schon die 8 Shader-Einheiten. Und unten rechts gruppiert die GeForce 200er Karten. Da habe ich einmal anzubieten die GeForce 210 mit dem GT 218 Tesla Grafikchip von 2009. Die hat lediglich 16 Shader-Einheiten. Die habe ich jetzt hier zu Vergleichszwecken nochmal aufgeführt. Das ist nämlich die schwächste. Gut, ich glaube, es gibt noch die 205er, aber das ist somit die schwächste Grafikkarte, welcher der Tesla-Generation angehört. Um eine möglichst große Spannweite zu haben. Denn die Nvidia GeForce GTX 295 ist ja die stärkste Tesla-Karte von 2009. Und dazwischen einsortiert ist die GeForce GTX 260 mit dem GT 200 Grafikchip und 216 aktiven Shader-Einheiten. Angebunden sind 896 MB Grafikspeicher. Das gleiche gilt übrigens auch für die GTX 295. Wobei hier von 1792 MB gesprochen wird, weil beide Grafikchips mit jeweils 896 MB ausgestattet sind. Und die GeForce 210 kommt mit sage und schreibe 1 GB Grafikspeicher daher. Davon darf man sich aber nicht blenden lassen. Ursprünglich wollte ich 3D Max Vantage in der Einstellung Extreme testen auf allen Karten. Spätestens bei der GeForce 8800 GTS mit 320 MB musste ich feststellen, dass die Extreme-Einstellung hiermit nicht funktionierte aufgrund des knappen Grafikspeichers. Deshalb habe ich mich dann auf die Einstellung Performance beschränkt. Und hier sind die Grafikscores. Ja, man sieht, dass natürlich die GeForce 210 und die GeForce 8400 GS, wie soll es auch anders sein, am schlechtesten abschneiden. Und die GeForce GTX 295 in SLI geschaltet natürlich am stärksten. Wobei die Punktzahl des SLI-Gespanns nicht das Doppelte entspricht, wenn nur ein Grafikchip der GTX 295 aktiv ist. Die GeForce GTX 260 ist sogar etwas schneller als die GeForce GTX 295, wenn nur ein Grafikchip aktiv ist. Dies lässt sich dadurch ergründen, dass obwohl die GeForce GTX 295 dessen Grafikchips mit 240 Shader-Einheiten ausgestattet ist und die GeForce GTX 260 lediglich 216 Shader-Einheiten freigeschaltet hat. Letztere aber höher taktet mit 650 MHz, 1050 MHz und 1400 MHz für Grafikchip, Speicher und Shader-Takt. Die GeForce GTX 295 auf 576 MHz, 999 MHz und 1242 MHz für Grafikchip, Speicher und Shader eingedampft wurde. Der höhere Takt der GeForce GTX 260 scheint den Defizit von 24 Shader-Einheiten also mehr als auszugleichen. Und hier seien nochmal die beiden Grafiktests für die Grafikleistung des 3D Mark Vantage Tests aufgeführt. Einmal hier
Der erste Test namens Jane Nash. Die GeForce 8400 GS erreichte nicht mal 0,9 Frames pro Sekunde. Die GeForce 210 gerade mal 2,1 Frames pro Sekunde. Und richtig flüssig, auch nur in Anführungsstrichen, läuft es mit der GeForce GTX 295 im SLI-Setup mit 47,4. Die Frame-Time-Analyse von vorhin sagt aber etwas anderes. Im Test Neil Calico auch so ungefähr das gleiche Bild. Die GeForce 9600 GT ist langsamer als die GeForce 8800 GTS, während die GeForce 9800 GT etwas schneller ist als die 8800 GTS. Da ich mich nicht nur auf reine Benchmarks verlassen möchte, teste ich hier jetzt im Anschluss nochmal drei Spiele. Als erstes Anno 2070 mit Full-HD-Auflösung und hoher Grafikqualität. Ja, mit der GeForce 8400 GS und der GeForce 210 darf man Anno 2070 erst gar nicht spielen. 2,0 bzw. 3,5 FPS sind natürlich unspielbar. Die GeForce 8800 GTS erreicht gerade einmal 6 Frames pro Sekunde mit 320 MB Grafikspeicher und die 640 MB Version erreicht schon 15 Frames pro Sekunde, also deutlich mehr als die 320 MB. Und zwischen diesen beiden Grafikkarten ist lediglich der Grafikspeicher der Unterschied. Sonst ist alles andere identisch. Was alleine der Grafikspeicher schon für große Auswirkungen haben kann, wenn dieser für die Texturen und so weiter nicht mehr ausreicht, ist schon der Wahnsinn. Die GeForce 9600 GT erreicht 13,7 FPS. Auch mit der sollte man nicht daran denken, Anno 2070 zu spielen. Die 9800 GT erreicht 19,1 FPS. Erst flüssig läuft es mit der GeForce GTX 260. Ja, wenn man auf etwas mehr Details noch verzichten kann. Und die GeForce GTX 295 mit einer einzelnen Grafikeinheit aktiv erreicht 30,2 FPS. Also etwas weniger auch wieder als die GeForce GTX 260. Aber wenn man den zweiten Grafikchip dazu nimmt, dann bekommt man knapp 57 FPS zu Gesicht. Also fast das Doppelte, als wenn nur ein Grafikchip aktiv ist. Also Anno 2070 macht auch von SLI-Setups sehr guten Gebrauch. Da reine Benchmark-Balken in Hinsicht auf die Spiele-Performance bei SLI-Setups keine große Aussage haben, kommt jetzt hier nochmal eine Frametime-Analyse. Der Übersichtheit halber habe ich mich jetzt auf 5 Konfigurationen beschränkt, sonst wird es eben zu unübersichtlich. In dunkelblau dargestellt ist der Frametime-Verlauf der GeForce GTX 295 mit einem aktiven Grafikchip. Das sind dann knapp so etwas über 30 Millisekunden im Schnitt. Mit der GeForce GTX 295 in der SLI-Konfiguration sinkt die durchschnittliche Frametime auf etwas unter 20 Millisekunden. Man sieht aber auch, dass die Fluktuationen hier etwas zunehmen, welches sich aber noch im Rahmen hält. Die GeForce GTX 260 ist etwas schneller als die GTX 295 im Single-Betrieb. Ja, und zwischen der GeForce 8800 GTS mit 320 MB und mit 640 MB liegen Welten. Damit aber immer noch nicht genug. Und zwar möchte ich mir jetzt die Auslastung, Temperaturentwicklung und Grafikspeicherbelegung der hier getesteten Grafikkarten in Anno 2070 anschauen. Unten rechts dargestellt NVIDIA's GeForce GTX 295. Die oberen Werte des MSI Afterburner Overlays gehören zum Single Setup, also Single GPU Setup, und der unterste Screenshot zum SLI Setup. Man sieht, dass die beiden Grafikchips schon sehr gut ausgelastet sind
Und wenn man SLI deaktiviert hat, tatsächlich auch nur ein Grafikchip verwendet wird. Ja, und die GeForce GTX 295 ist schon ein sehr heißes Eisen. Gleiches gilt aber auch für Nvidias GeForce GTX 260. Die kann auch schweineheiß werden. Hingegen sind die GeForce 9600 GT und 9800 GT ziemlich kühl geblieben, mit nicht mal 60 Grad, und die wurden auch sehr gut ausgelastet. Tatsächlich benötigen die 9600 GT und die 9800 GT nicht einmal einen zusätzlichen Stromstecker vom Netzteil. Das sind also schon ziemlich effiziente Karten. Im Vergleich zur GeForce 8800 GTS, welche über einen zusätzlichen 6-poligen Stromanschluss verfügt, ist das auf jeden Fall schon sehr beachtlich, zumal die 9800 GT ja etwas schneller ist als die 8800 GTS. Die GeForce 8800 GTS mit 640 MB heizte sich auf über 80 Grad auf Inano 2070. Dies lag an ausgetrockneter Wärmeleitpaste, welche ich jetzt auch schon ausgetauscht habe. Dazu aber in einem anderen Video mehr. Mit Anno 2070 allein möchte ich mich noch nicht zufriedenstellen. Diesbezüglich habe ich auch ein älteres DirectX 9-basiertes Spiel namens Portal 2 mit ins Boot geholt. Und ich habe mit sehr ansehnlichen Grafikeinstellungen getestet. Wenn wir uns jetzt die Benchmark-Balken anschauen, schneiden die GeForce 210 und die 8400 GS natürlich auch wieder hier am schlechtesten ab. Die GeForce 9600 GT erreicht im Schnitt 38 FPS und minimal lediglich 23 FPS. Mit der macht Portal 2 auch nicht so wirklich Spaß. Wenn man hier die GeForce 8800 GTS mit 320 MB und mit 640 MB Grafikspeicher vergleicht, fällt auf, dass hier offensichtlich die 320 MB Grafikspeicher wohl noch ausreichen müssen, denn beide Karten erreichen ungefähr die gleiche Durchschnittsframerate. Die GeForce 9800 GT ist natürlich wieder mal etwas schneller als die 8800 GTS und erreicht über 60 Durchschnitts-FPS. Und was die GeForce GTX 295 betrifft, so steigt auch in Portal 2 mit zwei Grafikchips im SLI verschaltet die Framerate an. Aber wie sieht es denn mit den Mikroruckler aus? Und bitte jetzt nicht erschrecken, das ist der Frametime-Verlauf von Portal 2. Und es ist tatsächlich so, dass man mit der GeForce GTX 295 im SLI-Setup nicht wirklich spielen sollte. Die Frametimes sehen katastrophal aus. Sehr starkes Mikroruckeln tritt hier auf. Ja, SLI sei Dank. Und was jetzt bei Sekunde 13 los war zwischen GeForce 8800 GTS 320 MB und 640 MB, weiß ich auch nicht so genau. Ich habe mich schon bemüht, möglichst gleichbleibend zu spielen, aber das ist mir hier wahrscheinlich nicht so gut gelungen. Und abschließend nochmal wieder die Auslastung der Karte, wenn nur ein Grafikchip aktiv ist. Und wenn beide Grafikchips aktiv sind. Man sieht, dass tatsächlich auch beide GPUs voll ausgelastet werden, wobei die eine GPU schon 90 Grad heiß wurde. Ja, also ich sag ja, die GTX 295 ist ein extrem heißes Eisen. Und das dritte Spiel im Bunde war Rocket League, welches ich auch in Full HD-Auflösung mit maximierten Grafikdetails getestet habe. Und mal sehen, ob dieser ältere DirectX 9-Titel auch von SLI gespannen profitieren kann. Doch leider sagen meine Benchmark-Balken etwas anderes. Und das liegt jetzt nicht an einem eintretenden CPU-Limit, denn ich kann euch sagen, dass mit meiner GeForce GTX 1080 144 FPS durchgehend erreicht werden. Warum gerade 144 FPS? Weil das die native Bildwiederholfrequenz meines Monitors ist.
Rocket League läuft auch noch mit der GeForce 9800 GT einigermaßen. Naja, wobei man hier auf einige Details verzichten müsste, um 60 FPS zu erzielen. Und auch hier müssen die 320 MB Grafikspeicher der 8800 GTS schon überfüllt werden, denn die 640 MB Variante ist deutlich schneller unterwegs. Und wenn man sich dann nochmal hier die Frametime-Verläufe von Rocket League anschaut, dann muss man feststellen, dass das Spielgefühl mit der GeForce GTX 295 MSLI geschaltet sogar etwas schlechter noch sein muss, als wenn nur ein aktiver Grafikchip werkelt. Denn man kann höhere Spikes, also orangener Verlauf, erkennen gegenüber dem dunkelblauen Verlauf. Bei den Frametime-Verläufen zählt niedriger und konstanter gleich besser. Und wenn man sich jetzt hier von Rocket League nochmal die Grafikkartenauslastung der GeForce GTX 295 anschaut, ja, dann stellt man fest, dass ein aktiver Grafikchip auch sehr gut ausgelastet werden kann. Und wenn ich euch jetzt den zweiten Screenshot zeige, wo ich die Karte im SLI geschaltet habe, stellt man fest, dass der zweite Grafikchip nicht mal ansatzweise ausgelastet wird. Aber er wird etwas ausgelastet, was auch die unsauberen Frametimes erklären dürfte. An für sich hatte ich geplant gehabt, auch noch Cities Skylines zu testen, doch als ich dann starke Grafikfehler in Kombination mit der GeForce GTX 260 feststellen musste, ja, ein komplett schwarzer Hintergrund, habe ich die ganze Sache dann abgebrochen. Was lässt sich denn jetzt abschließend zur GeForce GTX 295 sagen? Nun, es ist die schnellste Tesla-Karte, so viel steht fest. Aber nicht jedes Spiel macht auch von solchen SLI-Setups Gebrauch, beziehungsweise profitiert davon. Rocket League ist so ein Fall. Und hier kann das SLI-Setup sogar Nachteile mit sich führen, als wenn lediglich ein Grafikchip für die Bildberechnung herangezogen würde. Stichwort Mikroruckeln. Anno 2070 dagegen ist ein sehr gutes Beispiel, was SLI betrifft. Die GeForce GTX 295 kann um fast Faktor 2 zulegen, wenn zwei Grafikchips aktiv sind. Und auch die Frametime-Verläufe halten sich in Grenzen. Schlussendlich zeigt Portal 2, dass es Spiele gibt, die durchaus auch von SLI profitieren können, welche man dann aber nicht mehr spielen sollte. Stichwort Mikroruckeln. Und das war schon ziemlich heftig gewesen, wie ja der Frametime-Verlauf zu Portal 2 aufzeigte. NVIDIAs Tesla-Karten sind schon heiße Öfen. Also in Form von heiß, Hitze, ne? Versteht ihr? Ja, entweder sie sind schnell, dafür aber extrem heiß, oder aber schnarch langsam und auch relativ heiß. Wer im Winter kalte Füße kriegen sollte, der kann ja mal die NVIDIA GeForce GTX 295 in seinen Rechner verbauen. Ja, die wirkt garantiert. NVIDIAs GeForce 8800 GTS mit 320 MB Grafikspeicher zeigt, was passieren kann, wenn Speichermangel vorherrscht. Ja, die 640 MB Variante ist deutlich schneller teilweise. Wobei die 320 MB Version der 8800 GTS auch damals schon als nicht wirklich ausgewogen galt. Interessant ist die GeForce 9800 GT, welche nicht nur etwas schneller ist als NVIDIAs GeForce 8800 GTS, sondern obendrein auch noch etwas effizienter, denn die 9800 GT kommt ohne extra Stromstecker aus, was man von der GeForce 8800 GTS eben nicht behaupten kann. Und da wäre noch die GeForce 9600 GT mit unglaublichen 2 GB Grafikspeicher und das bereits im Jahre 2008. Hut ab! Aber
Davon darf man sich nicht blenden lassen. Ja, die GeForce 9600 GT ist langsamer als die GeForce 8800 GTS. Auch wenn sie über 2 GB Grafikspeicher verfügt. Grafikspeicher allein ist eben doch noch nicht alles.